unser Tag in Hanau, der geht jetzt langsam ja zu Ende. Aber ich wollte natürlich noch eine Spezialität aus der Stadt probieren. Was haben wir denn vor uns? Ja, das ist die sogenannte Brüder Grimm-Torte. Das Café Schien hat die vor 25 Jahren erfunden. Man wollte eben auch, wie die Frankfurter den Frankfurter Kranz oder die Wiener die Sachertorte, eine Besonderheit hier in Hanau haben. Und dann war ganz schnell das Rezept für die Brüder Grimm-Torte gefunden. Die ist sehr bekannt und berühmt in Hanau, wird auch nach Japan beispielsweise an die Partnerstadt verschickt. Inzwischen über 20.000 Torten sind hier über die Theke gegangen. Und auch wir haben sie manchmal bei Messen mit dabei, allerdings dann in so einem ganz kleinen Format. Genau. Ja, die Brüder Grimm, die begleiten uns ja heute schon den ganzen Tag. Das ist richtig, da sind wir ja auch stolz drauf. Ja. Was war denn dein Highlight so des Tages heute? Ich hatte natürlich mehrere Highlights. Ich fand es aber besonders schön, dass sich Martin Bieberle und unser Kunde Max Hunzinger bereit erklärt haben, sich auch mit uns zu unterhalten und über die Stadt bzw. über die Veranstaltung im CBH zu sprechen. Und du hattest ja sicherlich vielleicht auch noch ein Highlight. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr uns hier besucht habt und uns begleitet habt auf den Spuren der Brüder Grimm. Und mein persönliches Highlight war zum einen, dass ihr da wart und uns begleiten habt. Und tatsächlich am Ende das Märchenmuseum, also die Märchenwelt, einfach selbst sie mal zu erleben, selbst mal ein bisschen auszuprobieren, das war schon für uns selbst sehr spannend, das einfach auch selbst nochmal zu erleben. Und dank euch hatten wir die Gelegenheit, das ist schön. Dafür vielen Dank. Ja, also wir fanden es auch sehr schön und ich würde sagen, jetzt lassen wir uns mal die Torte schmecken, oder? Auf jeden Fall. Guten Appetit.